Jetzt hast du Trance erwähnt, also es ist auch ein Arbeiten mit Trance-Zuständen. Da fällt einem natürlich gleich Hypnotherapie ein. Kann man sagen, dass man nicht hypnotherapeutisch arbeitet oder nicht mit Hypnose arbeitet in dieser Therapieform? Ja, das würde ich sagen, ja. Wir benutzen den Trance, der schon da ist. Ja. Wenn man Fernsehen guckt, ist man auch in Trance. Deine Frau kann sagen, ich habe schon dreimal gefragt, willst du einen Kaffee? Du antwortest nicht. Nein, du bist in der Trance von den Filmen. Das ist auch Trance, ist keine Hypnose. Einigerweise könnte man sagen, ist auch Hypnose. Nein, wir benutzen keine Hypnose. Wir benutzen, was da ist, und dann kommt ein spontaner Trance, weil wir arbeiten mit konzentrierten Erinnerungen. Man konzentriert die Gedanken in sich und ja, dann entsteht dieser spezielle Zustand, wo die unterdrückten Fakten, die wir im Unbewusstsein haben, die kommen hoch. Trauer von Kindheit, Empfindungen, Erfahrungen von früher, das kommt spontan hoch. Das nennen wir den Trance. Also das heißt, in der Hypnose wird wirklich eine Trance induziert und das machen wir nicht, sondern wir arbeiten mit den Trancen, die schon da sind. Ja. Und in der therapeutischen Arbeit entstehen natürlich auch Trancezustände, aber nicht, dass die vom Therapeuten induziert werden, sondern die entstehen dann im Klienten selbst. Kann man das so Ja, sagen? ja, ja. Und manchmal sagen wir auch, fühl das, spür das. Was geschieht denn da? Und das bringt einen tiefer drin. Aber wir sagen nicht, geh tiefer, geh tiefer. Das ist dann ein anderer Approach. Ja. Das geschieht. Mit guten Fragen fokussieren wir den Klient. Dann kommt das. Manchmal können wir den Trance vertiefen, weil die Kunden, die Klienten, die können dann zu viel in Logik von heutigen Tagen gehen, zu mental werden, sagen wir dann. Und dann vertiefen wir das, dann vertiefen wir den Trance. Wir benutzen aber nicht die hypnotische Technik, wir fragen nur mehr, was spürst du dann, was geschieht dann, was geschieht mit dir, wenn der Klient in ein inneres Kind Erfahrung ist. Als er 3 Jahre ist, kann er nicht so reden wie der Erwachsene. Dann frage ich, was siehst du dann? Und dann kommt die Geschichte raus. Dann holen wir die Erwachsene dabei, das Kind aus dieses frühere Trauma oder Geschichte zu holen. Und das erleichtert. Das wird nicht schwerer, es wird leichter. Also man geht zurück in diese Situation, die offenbar da ist. Und den Fakt, dass man das ansieht, damit geht das Teil, was sich zurückgezogen hat, in den Alter von das innere Kind, das fühlt sich jetzt gehört. Und diese Energie kommt wieder zur Verfügung von der Erwachsene. Also diese Rückführung, dieses Wiederbeleben von was da passierte, macht die Sachen später leichter. Das ist auch ein Unterschied. Jetzt habe ich also gehört, es gibt Kollegen, die sind sehr sensibel in Bezug auf etwas, was sie bewusstseinsdämpfende Methoden nennen, und deshalb sind sie gegen Hypnose. Kannst du dir darunter was vorstellen, bewusstseinsdämpfende Methoden? Ich weiß nicht, das hört sich ein bisschen ängstlich an. Ja, ne? Ja, ich bin da nicht mit beschäftigt. Also, Hypnose, mit Hypnotherapie kann man wunderbare Sachen machen. Das wird auch gemacht. Ich glaube, die Idee dabei ist, dass jemand über Hypnose dann so weggedudelt wird, dass das bewusste Ich gar nicht mehr da ist, dass da irgendwie in einer tiefen Trance ist und dass dann eine Sorge da ist, dass das nicht gut ist, wenn derjenige quasi so völlig weggedudelt ist. Ja, dann kommen wir am Stage-Hypnosis. Wenn so ein Hypnotiseur dich wie ein Hühnchen laufen lässt, ja, dann bist du nicht in deiner Power, in deiner Kraft. Das ist Manipulation. Also es ist weit weg von dem, Das ist sehr weit weg, weil wie du auch arbeitest. Hypnotherapie, was wir nicht machen,
hat sehr gute Heilungseffekte. Was man da mehr macht, ist ein Programmierung ändern. Das machen wir auch. Aber wir gehen erstmal zurück, auszufinden, was ist da passiert, was hast du in deinem Gedanken da für eine Lösung gemacht, was ist dein Programm, damit du das, die Energie zu überleben festgesetzt hast. Das kann man transformieren, der Erwachsene jetzt, und dann ist das Kind wieder feilig und kann wieder wachsen und dann ist man wieder groß. Dann braucht man nicht 3 Jahre zu werden, wenn ein Mann sagt, das sollst du nicht machen, weil die Kleine hatte Angst für seinen Vater. Ja. Jetzt wird er nicht mehr klein, jetzt reagiert er als ein Erwachsener. Ja. Ja, okay.